Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Solaranlage, die bei uns auf dem Haus aufgebaut wird. Die ersten Komponenten sind gekommen, also die wichtigsten Sachen sind vor allem gekommen. Nächste Woche geht es mit dem Aufbau los, morgen kommt das Gerüst, heute ist Sonntag. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich bestellt habe, was wir uns hier auf das Haus draufbauen, was das alles so werden soll, welche Komponenten jetzt erstmal da sind. Und dann machen wir so eine kleine Serie, wie bei uns zu Hause eine Solaranlage entsteht mit Speicher, mit ganz tollen Modulen, mit einer Ladestation und allem drum und dran. Zunächst einmal stehen wir hier vor den vielen Kartons von der Firma Fennekon. Kann man vielleicht hier so ein bisschen erkennen. Und da ist die Palette gekommen, die war natürlich eingestretched und hatte auch noch Binder dran, also das habe ich schon ausgepackt und geguckt, ob alles da ist, weil wenn es losgeht, ist ja immer ärgerlich, was fehlt. Es kommen auch noch zwei Teile, die noch nicht da sind, die sollten aber rechtzeitig da sind. Was haben wir hier stehen? Das ist der Fennekon Home 10 kW, also ein 10 Kilowattstunden Wechselrichter von der Firma Fennekon. Der ist natürlich, das wissen alle, ein Produkt von der Firma Goodwee, der aber eine Fennekon Software drauf hat. Und der auch Fennekon gebrandet ist und speziell angepasst worden ist für die Firma Fennekon. Dann dazu haben wir 5 Batteriemodule. Das sind diese Kartons hier mit den grünen Aufklebern, 5 Stück. Jedes Batteriemodul hat 2,2 Kilowattstunden Kapazität. Das heißt also, zusammen haben wir jetzt erstmal 11 Stunden Kilowattstunden Kapazität. Und das ist aber erweiterbar. Der Plan ist, jetzt erstmal zu gucken über den Rest des Jahres und Frühjahr und Winter, wie komme ich mit 11 kW hin, und sollten die 11 Kilowattstunden nicht ausreichen, dann kann ich im ersten, zweiten Jahr noch draufstecken, also so 15 Kilowattstunden, glaube ich, wird der Sweet Spot sein. Gucken wir hier erstmal. Dann, neben dem Wechselrichter, ist dann noch die EMS-Box hier oben drin. Das ist dieser Karton. Und die Abschlussbox mit dem BMS. Also man hat immer 3 verschiedene Boxen. Die EMS-Box, das ist diese hier, also die macht das ganze Management. Wo geht der Strom hin? Ne? Also ich kann damit zum Beispiel Klimaanlagen steuern, ich kann damit eine Wärmepumpe steuern, einen Heizstab für Warmwasser oder eine Brauchwasserwärmepumpe. Alle möglichen Verbraucher halt. Ne? Das macht das EMS oder eben die Ladestation vom Auto. Dafür braucht man die EMS-Box. Die BMS-Box, die braucht man natürlich, damit die Batterien alle richtig angesteuert werden. Das ist dann diese hier. Hier unten drin ist der Wechselrichter. Dann haben wir noch die 5 Batterien. Und hier oben der Extrakarton, der schon ein bisschen zerflattert aussieht. Da war ein zweites Smart Meter Gateway drin. Warum ein zweites Smart Meter Gateway? Also in dem Goodwee-Karton bzw. in dem Wechselrichterkarton, da ist ein Smart Meter Gateway drin. Das braucht man ja, um die erzeugte Leistung irgendwie messen zu können. Und ich habe aber hier ja Balkonkraftwerke und die werden mit eingebunden. Und um den Ertrag dieser Balkonkraftwerke richtig messen zu können, braucht man ein zweites Smart Meter Gateway. Und das war hier drin. Letzte Woche war mein Elektriker da. Das blenden wir dann auch nochmal hier ein. Und zwar haben wir letzte Woche schon mal den Zählerkasten erneuern lassen. Und zwar seht ihr einmal jetzt ein Bild von dem alten Zählerkasten, wie es war. Und dann seht ihr jetzt das Bild von dem neuen Zählerkasten, wie es jetzt ist. Der ist auch noch nicht ganz fertig. Da kommen noch ein paar Sachen rein. Aber es ist erstmal so, dass eben jetzt genug Platz ist für die beiden Smart Meter, die auch schon eingebaut worden sind, und noch ein paar weitere Sachen, die noch kommen sollen. Gibt es später dann irgendwann mal Videos drüber. Jedenfalls, der alte Schrank war viel zu voll, der neue musste da rein. Sowas kostet auch richtig Geld, allein das Material war 1.500 Euro. Und dann dazu der Elektriker, könnt ihr euch vorstellen. Also so eine Erweiterung von einem Kasten kostet normalerweise 2.500 Euro. Sowas müsst ihr da rechnen, wenn ihr einen neuen Zählerschrank braucht. Ne? Ja, dann gehen wir mal zu den nächsten Komponenten rüber. Die Solarmodule sind nämlich auch schon gekommen. So, nun stehen wir vor den Solarmodulen. Das sind relativ viele. Das hat auch einen bestimmten Grund. Zum einen haben wir hier, die sind jetzt gerade vorgestern gekommen, die Module von Meyer Burger. Das sind Glas-Glas-Module, 380 Watt, natürlich noch schön verpackt. Die sind eben schwarz und haben so ein bisschen durchsichtige Flächen. Das sieht man dann, wenn es auf dem Dach liegt. Diese kommen auf der gartenzugewandten Seite hin. Und zwar haben wir eine Ost-West-Ausrichtung und die kommen in Richtung Osten. Die haben 380 Watt, habe ich ja schon gesagt. Die Ostseite ist ein bisschen zerklüfteter. Und Ziel der ganzen Aktion ist, die Module mit den 380 Watt auf die Seite zu kriegen,
wo morgens die Sonne scheint, weil da auf der Seite insgesamt so ein bisschen weniger Fläche ist und die Module hier haben ein bisschen weniger nominelle Leistung, kommen die schwächeren Module erstmal auf die Morgenseite, weil morgens ist bei uns keiner einfach. Also nicht immer, wir haben oft Homeoffice, eigentlich ist immer einer da, aber morgens haben wir nicht den großen Stromverbrauch. Deswegen habe ich mir überlegt, dass die Module, die ein bisschen weniger Leistung haben auf der Fläche, die auch ein bisschen kleiner ist, weil die zerklüfteter ist, auf die Ostseite kommen. Nichtsdestotrotz ist ein spannender Vergleich angedacht. Die Glas-Glas-Module, glaube ich, mit den 380 Watt, werden am Ende pro Stück wahrscheinlich nicht weniger Leistung bringen als die anderen Module und die zeige ich euch jetzt. Auf die Westseite kommen die Aleo-Module. Das sind Aleo Leo Black 400 Watt. Die kommen, wie gesagt, auf die straßenzugewandte Seite, das ist bei uns der Westen. Die Fläche ist auch besser, da ist jetzt noch eine alte Solarthermie drauf. Normalerweise rate ich immer, die Solarthermie zu lassen. Leider ist aber bei uns die Fläche insgesamt so klein und wir brauchen relativ hohe Generatorleistung, dass ich entschieden habe, dass die Solarthermie runterkommt und wir später entweder eine Brauchwasserwärmepumpe oder einen Heizstab einbauen. Also hier kommen die 380 Watt, die 400 Watt Module von Aleo. In ganz schwarz, sie kommen zur straßenzugewandten Seite. Da geht mehr Leistung auf die straßenzugewandte Seite und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir unterwegs sind mit dem Elektroauto, brauchen wir abends, wenn wir nach Hause kommen, noch möglichst viel Strom, um das Auto wieder nachladen zu können. Außerdem sind die Hauptverbräuche bei uns auch in den Nachmittags- bis frühen Abendstunden. Zwar läuft bei uns tagsüber immer ein Rechner, weil immer einer da ist. Und die Kaffeemaschine geht mal und wir können auch einen Geschirrspüler anmachen, aber so tagsüber kochen oder so machen wir nicht. Und tagsüber die Autos laden auch eher selten. Klar ist immer mal ein Auto auch da, aber tendenziell, so gerade im Sommer, wenn wir auch mal beide unterwegs sind, brauchen wir abends den Strom, ums Auto laden zu können. Und die Generatorleistung insgesamt bei unserem Verbrauch ist sowieso so groß, dass wir uns das eben gut leisten können, abends die Module voll auszunutzen. Zum anderen ist es so, normalerweise wird so ein Speicher ja tagsüber voll geladen und abends hat man eh Leistung über. Ist bei unserem Speicher ein bisschen anders. Der Speicher, der ist intelligent, der kann das über den Tag ein bisschen mehr verteilen. Nichtsdestotrotz macht es eben durchaus Sinn, abends ein bisschen mehr Leistung zu haben als morgens und wir haben eben die Ausrichtung auch so. Ja, spannende Sache. Morgen kommt das Gerüst, wie gesagt. Und Mittwoch geht's los. Mittwoch kommt der Anlagenbauer. Wir bauen das zusammen mit der Firma Enerix. Blende ich euch mal unten ein. Warum Enerix? Hat einen ziemlich einfachen Grund. Ich habe relativ lange nach einem Partner gesucht. Ich habe ganz viele Installationspartner bei mir im Portfolio, mit denen ich auch zusammenarbeite, die ich auch empfehlen kann. Und Enerix, mit denen habe ich bisher noch nicht zusammengearbeitet. Spielt aber keine Rolle. Die machen für mich einen sehr guten Eindruck und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich bin da sehr gespannt. Der Geschäftsführer hier aus Hannover, der Christian, der ist ziemlich gut drauf, muss man sagen. Der hat innerhalb kurzer Zeit sich eine super Mannschaft zusammengesetzt. Also der war hier zum ersten Besuch, hat sich das angeschaut, was wir hier machen wollen. Und das war von Anfang an so super, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das mit Enerix. Und zum Zweiten haben die ein 3D-Drohnenmodell angeboten. Das heißt, die sind hier vorher mit einer Drohne drüber geflogen und haben eine Planung gemacht. Blenden wir euch im nächsten Video dann ein. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Also kleine Vorschau auf die nächsten Videos, die kommen. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Marc testet. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.